Und wann? Doch, ich freue mich. Bis nachher. Ja? Kann hier vielleicht einer mal das Gedudel abstellen? Läuft auf Repeat. Love Songs Unlimited. Ich dachte, alle Frauen stehen auf sowas. Und du bist ein Mann. Und für euch kann doch so ein bisschen Technik kein Problem sein. Wie ich sehe, hattet ihr heute Abend auch nichts Besseres vor? Hier, Susanne Brückner, 29, wahrscheinlich erschlagen. Ihre Arbeitskollegin hat sie gefunden, sitzt nebenan. Da hat jemand ganz schön hingelangt. Ich wollte sie abholen. Hol Susanne öfter ab, aber sie hat mich aufgemacht. Und da bin ich. Frau Schwach ist reingegangen, die Tür war nicht verschlossen. Da lag sie dann plötzlich. So viel Blut. Sie arbeiten wo? In der Factory, das ist eine Kneipe in der Hansastraße. Kenn ich, ganz nett. Ich bediene da Susanne auch dreimal die Woche. Also. Sie hat da bedient. Ich dachte, sie war Künstlerin. Sie hat alles Mögliche gemacht. Aber da konnte sie nicht von leben. Hatte sie einen Freund? Hm? Ein Freund? Jemand, mit dem sie liiert war? Glaub nicht. Sie war immer so nett. Und singen konnte sie zum Akkordeon. Ich habe oft an meinem Fenster gestanden und musste ihr einfach zuhören. Ist Ihnen heute tagsüber irgendwas aufgefallen? Was denn? Hatte Frau Brückner zum Beispiel Besuch? Ich weiß nicht. Vormittags war ich beim Tierarzt. Nachmittags auf dem Friedhof bei meinem Mann.
Wollen Sie vielleicht einen Kaffee oder einen Tee? Danke. Aber vorgestern, da war jemand da. Jemand? Ein Mann. Ich kann Ihnen auch einen Espresso machen. Ich habe ein paar Jahre in Italien gelebt. Also, was war mit dem Mann? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die beiden hatten Streit. Drüben im Durchgang. Jedenfalls war der Mann ziemlich wütend. Haben Sie gehört, worum es bei dem Streit ging? Der Fernseher lief. Und dann bin ich wieder in die Küche. Können Sie den Mann beschreiben? Dunkle Haare. Und dann hatte er diese schrecklichen Dinger, Koteletten. Mhm. Ein Pferdeschwanz. Und er hat eine Art Uniform angehabt. Ein Blouson und eine Hose. Wie das manchmal Lieferanten oder Paketboten tragen. Und die Farbe? Wie bitte? Von der Uniform. Oh, das tut mir leid. Ich bin ein bisschen monochromatisch. Farbenblind. Ja. Möchten Sie ein paar Kekse? Bisschen Schmuck. 360 €. Ein Raubmord scheint es nicht gewesen zu sein. Danke für den tollen Abend. Bitte. Victor, das steht hier auf dem Zettel. Danke für den tollen Abend. W.SCH. Hätte sein können. Oben hui, unten pfui. Wie man's nimmt. Das Bett ist frisch bezogen. Dafür ist die benutzte Bettwäsche verschwunden. Also entweder organisiertes Chaos oder ein sehr seltsames Verhältnis zur Ordnung. Ich vermute, der Täter hat aufgeräumt. Ich liebe solche Tatorte. Da gibt's wenig zu tun. Gibt's denn überhaupt schon was? Ich sehe zwar aus wie ein großer weißer Magier, aber ich bin leider nur ein ganz normaler Typ aus Lübeck-Schlutup. Oh. Was haben wir denn hier? Hasch? Afghane oder Marokkaner? Ja, die Portion reicht jedenfalls für einen langen Winterschlaf. Ich vermute, der Täter hat die Wohnung besorgt und seinen Dreck dann mitgenommen. Das würde diese seltsame Mischung aus Ordnung und Unordnung erklären. Der Beutel im Staubsauger war unbenutzt oder ausgewechselt. Genau wie die ganze Bettwäsche. Ein sehr ordentlicher Mörder. Tja, aber einen spurlosen Tatort gibt's natürlich nicht. Er ist doch ein weißer Magier. Wir haben Fingerabdrücke gefunden, verschiedene. Die Überprüfung läuft noch. Und auf der Fußmatte vor der Wohnungstür waren Spuren von Epoxidharz. Hm? So eine Art Kleber, wasserdicht, wird hart wie Beton. Gibt's in jedem Baumarkt. Und was ist mit dem Blumenstrauß? Kümmert sich Uschi drum. Auf dem Einwickelpapier stand die Adresse von dem Blumenladen. Der Zettel mit dem Danke für den tollen Abend stammt übrigens aus einem Lehrerkalender. Diese roten Dinger, vielleicht erinnert ihr euch. Ungern. War schon immer mein Traum, einen Lehrer mal so richtig in die Mangel nehmen. Der Handschrift nach ist es eher eine Frau. Lehrerin, tut's auch. Die vorläufige Kurz- oder die Langversion? Die für begriffsstutzige Frauen. Sehr witzig. Mehrfache Schädelfraktur. Sie hat mindestens 7 Schläge auf den Kopf erhalten mit einem schweren Gegenstand. Bisher haben wir keine Tatwaffe gefunden. Ich empfehle, Sie suchen nach einem Teil mit unregelmäßigen Kanten und aus oxidiertem Eisen. Gibt jede Menge Rostpartikel im Wundenbereich. Vielleicht eine Ihrer Skulpturen? Der Täter hat mit ziemlicher Kraft, um nicht zu sagen mit brutaler Gewalt und obendrein ziemlich wahllos zugeschlagen. Hauptsächlich auf den Schädel, aber auch auf die Schultern, den Brustkorb und die Oberarme. Vielleicht war er wütend, oder Sie? Ich tippe auf einen eher. Sie hatte Sexualverkehr, eine Stunde vor ihrem Tod ungefähr. Ganz sicher mit Kondom. Ich habe keine Spermien gefunden, aber dafür Nonoxynol 9. Das Zeug mit dem Präservative beschichtet. Ja, Sie sagen es. Gibt es Hinweise auf eine Vergewaltigung? Mit Kondom? Eher selten, nein. Keinerlei derartige Verletzungen. Ich habe in Ihren Schamhaaren ein fremdes Haar gefunden. Von einem Mann? Das analysieren wir noch. Oder Sie? Ja. War eine hübsche Frau. Wann? Ach so. Diesmal haben Sie sich aber Zeit gelassen mit Ihrer Frage. Gestern Nachmittag, 15 Uhr. Plus, minus. Da steht der Täter so unter Druck, dass er wahllos zuschlägt. Und nachher räumt er noch seelenruhig die Wohnung auf?
Ja, falls es stimmt, was unser Leichenöffner herausgefunden hat. Vielleicht stand er dort oben. Wer? Tote jedenfalls nicht. Die Werte sind normal. Ich habe mit einem Blumenladen geredet. Die meinen sich zu erinnern, wer den Strauß gekauft hat. Waltraud Schneider? Ist die Lehrerin. Die übernehme ich. Putzstraße, wo ist denn die? Hier hätten wir die Anrufe der letzten Tage, soweit sie eine Kennung haben. Die Adressbücher aus dem Handy der Toten muss ich noch gegenchecken. Neue Handtasche, Uschi? Das ist der Laptop von Susanne Brückner. Ich kümmere mich mal um ihre E-Mails. So viele arbeitswütige Mitarbeiter, Freundin Steuerzahler. Aber was mache ich? Kaffee kochen, das kannst du doch so gut. Die Espressomaschine ist nämlich kaputt. Traude, mach mal auf! Ja, bitte? Krüger, Kriminalpolizei. Ist Frau Schneider da? Wieso? Ich würde gerne mit ihr sprechen. Sind Sie Ihr Mann, Andreas Schneider? Ja. Kennen Sie eine Susanne Brückner? Ja, warum? Sie ist tot. Was gibt's denn? Guten Morgen. Die Musikerin Susanne Brückner, sie ist tot. Waren Sie gestern bei ihr? Wir haben letzte Woche eine Party gegeben für Kunden meines Mannes. Da ist sie aufgetreten, hat gesungen und Akkordeon gespielt. Ein Freund hat sie uns empfohlen. Naja, sie hat noch Geld von uns gekriegt und dann bin ich vor der Arbeit noch schnell bei ihr vorbei. Andreas ist erst gestern Abend aus Hamburg wiedergekommen. Mein zweiter Bezirk. Schöne Schuhe. Ich vertrete einige namhafte Hersteller. Und wann waren Sie bei Frau Brückner? Das war morgens um 7:30. Ich habe geklingelt, aber sie hat nicht aufgemacht. Und dann habe ich die 300 Euro in den Briefkasten geworfen und noch einen Blumenstrauß mit einem kleinen Dankeschön vor die Tür gelegt. Ach Gott, vielleicht war sie da ja schon. Nein, das war später. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ich war in Eile. Ich musste gestern vor 8 in der Schule sein. Wer von Ihnen beiden hat denn letzte Woche 2-3 Mal mit ihr telefoniert? Wahrscheinlich ich. Es gab einiges zu besprechen wegen der Party. Es waren wichtige Kunden. Kannten Sie Frau Brückner näher? Eigentlich nicht. Nur bei Bernd. Bernd Stöver, der Freund, der sie uns empfohlen hat. Stöver, ja, die Telefonnummer habe ich. Gut, dann... Wenn noch was ist. Wiedersehen. Ja, schon. Alles in Ordnung? Ja, ja. Ich muss mir noch neue Tabletten besorgen. Nicht wahr. Doch. Warum? Das ist eine gute Frage, Herr Stöver. Sie waren eng miteinander befreundet? Vorsicht, das muss erst trocknen. Was meinen Sie mit eng? Sie haben ziemlich regelmäßig mit Susanne Brückner telefoniert. Alle 2-3 Tage. Sie war allein. Ich bin allein. Da braucht man manchmal jemanden zum Quatschen.
Sie war hübsch, nicht? Ja. Aber nicht mein Typ. Und außerdem ein bisschen verrückt, Künstlerin. Sie konnte einem morgens das eine erzählen und nachmittags das völlige Gegenteil. Das war ihr wurscht. Sie hatte kurz vor ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr. Haben Sie eine Ahnung, mit wem? Nein. Die Augen ein bisschen schmaler. Die Nase ein bisschen weniger wie eine Kartoffel. Spitzer. Nicht so wie Ihre. Bitte? Eben weniger kartoffelig. Noch einen Kaffee? Danke, aber der ist nicht so besonders. Machen Sie den selber? Leider. Ist unsere Espressomaschine kaputt. Genau. Genau so hat er ausgesehen. Naja, fast. Wie nun? Doch. Ganz sicher. Ich hoffe. Vielen Dank. Ich lasse Sie nach Hause fahren. Danke, nicht nötig. Wir gehen zu Fuß. Komm, Cäsar. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, jetzt brauchen wir zu dem Gesicht nur noch die passende Uniform. Lars, das heißt Befragung aller Paket- und Bodendienste. Ja, ja, ich weiß. Polizeiarbeit ist Laufarbeit. Genau. Halbe, halbe? Entschuldigung. Vor ein paar Wochen, da sollte ich für Frau Brückner die Blumen gießen. Aber als ich dann zu ihr rüberkam, da war sie gar nicht weg. Ah ja? Ich glaube, sie wollte Urlaub machen. Nur ein paar Tage. Aber dann ist sie nicht gefahren. Wann genau war das? An meinem Hochzeitstag. Letzten Monat. Am Wochenende. Auf den 12. Nie gesehen, tut mir leid. Nie gesehen, tut mir leid. Arbeitet ihr hier? Bei uns nicht. Schade. Und, Erfolg gehabt? Nee, niemand kennt unser uniformiertes Phantom. Wie war's bei dir? Wird sich noch rausstellen. Darf ich dich mal was Persönliches fragen? Na klar. Bin ich zu dick? Sag mal, du spinnst. Also von deiner Figur kann ich nur träumen. Trotzdem. Naja, also so dick bin ich nun auch wieder nicht. Hm? Entschuldigung, guck mal, da ist noch ein Bote. Sieht jedenfalls aus wie eine Uniform. Ich bin froh, dass ich die Paketdienste durch habe. Ist ja nur eine Idee, aber... Außerdem tun mir die Füße weh. Ja, Polizeiarbeit ist Laufarbeit. Dann lauf du mal. Findest mich also doch zu dick. So ein Quatsch. Na, pleite. Und 1000 Jobs gemacht, aber das ist Susanne egal. Wenn sie Geld hatte, dann hat sie es mit beiden Händen ausgegeben. Und wenn nicht, dann hat sie eben mal nur vom trockenen Brot gelebt. Hatte Frau Brückner Feinde? Irgendwelche Leute, die sie nicht mochten? Sie war ein Schatz. Letztes Jahr ging es mir nicht besonders. Eine Männergeschichte. Da hat sie mich gepackt und ist mit mir eine Woche nach Dänemark gefahren. Einfach so. Sie hat alles bezahlt, wollte nichts von mir annehmen. Sagen Sie, eine Nachbarin hat uns erzählt, dass Susanne Brückner vor circa 4 Wochen in Urlaub fahren wollte, es aber dann gelassen hat. Stimmt. Sie hatte sich freigenommen, ist dann aber doch aufgetaucht. Hat sie was davon erzählt? Nicht wirklich. Aber sie war da schon ein paar Tage irgendwie komisch drauf. Irgendwie? Naja, irgendwie anders als sonst. Wir haben auf dem Fest ausgeholfen im Lokal in Timmendorf. Unser Chef organisiert das manchmal. Gibt ganz gutes Geld. Und da war sie auf einmal ziemlich gereizt. Das ging ein paar Tage so. Was war das für ein Fest? Irgendeine Geburtstagsparty. Da müssen Sie den Chef fragen. Thank you.
Und Sie kennen den Mann ganz bestimmt nicht? Absolut. Nie gesehen. Was stehst du da dämlich rum? Hast du nichts zu tun? Noch was? Ich dachte, ich telefoniere mal mit der Ausländerbehörde und warte, bis die Kollegen da sind. Hier ist alles legal. Ach ja? Aber ziemlich dreckig. Wann haben Sie denn hier zuletzt geputzt? Und sind das etwa Essensreste? Da rufe ich lieber gleich das Ordnungsamt an. Und wie sieht's in der Küche aus? Bitte, wozu? Liebe Frau, kann ich das Bild noch mal sehen? Doch. Natürlich. Jetzt erkenne ich ihn. Sind Sie sicher? Ganz sicher. Und wie heißt er? Mario Petri. Na, schau an. Drei Vorstrafen wegen Rauschgifthandel und einmal Einbruch in eine Apotheke. Vielleicht hat Susanne Brückner ja für ihn gearbeitet. Waren immerhin fast 200 Gramm Haschisch in Ihrem Spülkasten. Fragen wir Herrn Petri, wenn wir ihn haben. Der Pizzabote ist ausgeflogen. Seit gestern hat ihn niemand mehr gesehen. Jedenfalls nicht in seiner Nachbarschaft. Dann treiben wir ihn zur Fahndung aus. Bei dem Haar, das wir an der Leiche gefunden haben, sieht es ähnlich mau aus. Es ist zwar ein männliches Haar, aber die DNS ist nirgendwo gespeichert. Ich habe gerade einen Chef von der Kneipe telefoniert, die diese Geburtstagsparty organisiert hat, wo die Tote und ihre Kollegen ausgeholfen haben. Das Geburtstagskind heißt Linda Seving, Admiralitätsstraße 14 in Hamburg. Ja, das passt doch. Eine Linda Seving hat letzte Woche bei unserem Mordopfer angerufen. Hast du schon gehört? Ja. Susanne ist tot. Die Polizei war bei mir. Bei mir auch. Und? Was hast du erzählt? Was schon? Alles. Fast alles. Furchtbare Geschichte. Schon schön in Hamburg. Kleine Stadtbummel? Ist keiner da? Wollen Sie zu mir? Frau Seving? Ja. Wie alt ist er denn? Oder ist es eine Sie? 7 Monate. Und er heißt Benny, eigentlich Benjamin. Und Sie sind sicher, dass Sie die Frau noch nie gesehen haben? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht können Sie mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Sie hat bei ihrer Geburtstagsfeier in Timmendorf als Serviererin gearbeitet. Ja, stimmt. Aber was hat sie verbrochen? Bei dem Fest war alles in Ordnung. Sie ist gestern ermordet worden. Das ist ja grauenvoll. Haben Sie letzte Woche mal mit ihr telefoniert? Nein. Wieso? Es hat jemand von hier aus bei ihr angerufen. Das kann gar nicht sein. Vielleicht ihr Babysitter oder... Das kann ich mir nicht vorstellen. Putzfrau. Die war letzte Woche gar nicht hier. Wer denn da? Alles in Ordnung? Ich brauche frische Luft. Ein Glas Wasser. Da auf dem Schreibtisch, auf dem Foto. Das ist Andreas Schneider. Wer? Andreas Schneider, der Mann von Waltraud Schneider. Mit der Lehrerin. Bist du sicher? Ich war doch vorhin da.
Ja, aber vielleicht ist es ein Bekannter von Frau Seewing. Oder er hat uns... Besser? Andreas, mein Mann, mit der Serviererin telefoniert. Er hat das nämlich alles organisiert. Es war eine Überraschungsparty. Ist er das? Ja. Wir würden gerne mit ihm sprechen. Wann kommt er denn nach Hause? Erst übermorgen. Er ist auf Tour im Außendienst. Darf ich mir eine Visitenkarte nehmen? Sind Sie eigentlich verheiratet? Ja. Das heißt so gut wie verlobt. Wieso? Weil Sie Seewing heißen und er Schneider. Ich habe in Lübeck in seiner Wohnung gestanden, mit seiner Frau. Vielleicht nur eine Affäre? Was, das hier oder das in Lübeck? Also ein Bigamist. Mit zwei Wohnungen. Steht sogar die hiesige Adresse drauf. Damit kennst du dich ja aus. Du womit? Mit zwei Wohnungen. In Lübeck, in Hamburg. Aber ohne Mann. Kannst du schweigen von zwei Männern. Ach, Herr, Herr Arendt. Ja, man wird nicht jünger. Wo sind die Damen? Bei der Arbeit, hoffe ich. Ach so, ja, natürlich. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht interessiert, aber ich habe mir die Schädelwunden der Toten noch mal vorgenommen. Diese sind vom Hinterkopf und haben eine völlig andere Form als die übrigen Wunden. Sie meinen, der Täter hat mit zwei verschiedenen Gegenständen zugeschlagen? Exakt das meine ich. Aber das ist noch nicht alles. Herr Schneider? Ach, hallo. Wollen Sie Schuhe kaufen? Lieber nicht. Hab gerade ein paar neue. Und Blasen. Hauptkommissarin Arendt, meine Kollegin. Ihre Frau war so freundlich, uns zu sagen, wo wir sie finden können. Das muss ziemlich anstrengend sein, zwei Bezirke. Lübeck. Und Hamburg? Naja, man muss sehen, wo man bleibt. Beim Friseur und bei den Schuhen sparen die Leute zuerst. Wie kriegen Sie das hin? Ich meine, haben Sie verschiedene Zeiten für Ihre Bezirke? Ich bin eine halbe Woche hier und eine halbe in Hamburg. Also, was kann ich für Sie tun? Wir kommen gerade aus Hamburg. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Danke. Kennen Sie in Hamburg die Admiralitätsstraße? Ja, das ist auf der Ecke ein... Schuhgeschäft, alte Stammkunden. Wir haben mit Linda Seewing gesprochen. Wohnhaft Admiralitätsstraße 14. Das sagt mir jetzt nichts. Ihr Sohn heißt Benjamin. Vielleicht sagt Ihnen das ja etwas. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Frau Seewing behauptet, dass sie Ihre Frau ist. Wie kommt die denn da drauf? Und was ist das hier? Das ist mein Lager. Mit Frau und Kleinkind? Tut mir leid, aber ich habe noch Termine. Warum leugnen Sie Ihre Beziehung zu Frau Seewing? Das ist nicht strafbar. Sie sind nicht verheiratet. Wir rufen Frau Seewing mal an. Das ist, eine Liaison. Ich glaube, Frau Seewing sieht das anders. Ja, ich weiß. Sie will, dass es mehr ist. Ist es aber nicht. Ich liebe meine Frau. Welche? Sie sind echt hartnäckig. Sie leben in Hamburg und Lübeck mit zwei Frauen zusammen. Naja. Ein Doppelleben. Doppelleben, das hört sich an wie bei der Stasi. Das ist ein Verhältnis, eine Affäre. Das kann auch jedem mal passieren. Und seit wann waren Sie mit Susanne Brückner zusammen? Sie haben wirklich eine blühende Fantasie. Überhaupt nicht. Zwei Frauen reichen mir völlig. Wo waren Sie gestern Nachmittag gegen drei? So, plus minus. Schoros Meier, sagt Jürgen. Der lügt doch, ohne rot zu werden. Würde mich nicht wundern, wenn er vor 4 Wochen ganz zufällig auch in Urlaub fahren wollte. Seine Frau sollte das wissen. Tja, welche? Wir müssen sein Alibi überprüfen. Schoros Meier. Ich frage mich, was die Frauen an dem finden. Vielleicht kann er irgendwelche Kunststücke. Okay, das wäre ein Grund.
Aber stell dir mal vor, was das für ein Stress ist. Zwei Frauen und möglicherweise noch eine Geliebte. Wie kriegt man das denn alles organisiert? Hey, zum Präsidium geht's da lang. Ich hab da eine Idee. Bist du noch sauer? Warum? Du gehörst dich so an. Du, es tut mir leid. Unser Streit gestern. Entschuldigung angenommen? Ist okay. Rufst du deswegen an? Nicht nur. Du stell dir vor, die Polizei war eben bei mir und hat mich wegen einer Serviererin auf deinem Geburtstagsfest ausgefragt. Ja, bei mir waren sie auch. Ach, und was hast du denn erzählt? Nichts. Ich kenne die Frau ja auch gar nicht. Und du? Auch nichts. Wenn's hochkommt, habe ich mit der 5 Worte gewechselt. Du, ich muss weiter. Gib Benny einen Kuss von mir. Andreas? Ja? Ich liebe dich. Ich dich auch. In 2 Tagen bin ich ja wieder da. Tschüss. Tschüss. Martin, kommst du mal? Guck dir das mal an. Ja. Ach, was macht ihr denn hier? War langweilig ohne euch. Ich habe versucht, dich anzurufen. Warum stellst du dein Handy ab? Unser Leichendoktor denkt, dass der Täter möglicherweise mit 2 verschiedenen Gegenständen zugeschlagen hat. Und? Mit dem größeren Zeitabstand von einer halben bis einer ganzen Stunde. Machst du Witze? Nein. 2 verschiedene Arten von Wunden. Und die hier ist früher entstanden. Muss ein langer Streit gewesen sein. Das ist definitiv Blut. Und was macht ihr hier? Musst du Lissy fragen. Lissy, was machen wir hier? Jetzt schau dir das mal an. Krüger? Wann sagst du? Ja, danke. Das war Uschi. Er war erst kurz nach 3:30 beim Schuhhaus in St. Jürgen. Die sind völlig neu und ungebraucht. Und genau die Edelmarken, die unser Bigamist vertritt. Tja, also für eine Frau, die öfters pleite ist, verdammt teure Schuhe. Herr Schneider? Ja? Andrea Schneider? Ja, kennen wir uns? Noch nicht. Kriminalpolizei, Uschi Jakobs. Würden uns gern noch einmal mit Ihnen unterhalten. Ja, wie Sie sehen, habe ich gerade zu tun. Wir können das auch anders handhaben. Ach, Sie? Wir würden uns gerne Herrn Schneiders Sachen ansehen. Warum? Was soll das? Wir sind seit 15 Jahren verheiratet. Das muss nichts heißen. Ziemlich widerlich, was Sie da sagen. Ihr Mann ist doch Vertreter, nicht? Handelsvertreter. Er ist die eine Hälfte der Woche hier, die andere in Hamburg. Und wohnt er in Hamburg in einem Hotel? Er hat ein kleines Auslieferungslager mit Zimmer. Sind Sie bald fertig? Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Über den Alpen. Auf einem Flug. Ich bin Stewardess. Und Andreas hatte solche Flugangst, dass er vor lauter Nervosität seinen Finger in den Sicherheitsgurt gesteckt hat und nicht wieder rausgekriegt hat. Das war vor 3 Jahren. Und dann sind Sie zusammengezogen? Erst im letzten Sommer. Wir waren ja beide dauernd unterwegs, bis Benny gekommen ist. Weil sie geht das auch leiser. Der Kleine schläft. Ich stelle mir das nicht einfach vor. So ein Leben zwischen Hamburg und Lübeck. Man gewöhnt sich dran. Hamburg ist ein großer Bezirk, da lohnt es sich nicht, jeden Abend wieder herzufahren. Aber gestern ist Ihr Mann ganz normal zurückgekommen. Und alles war wie immer? Ja. Nein, er ist einen Tag früher als sonst gekommen. Irgendwelche Probleme mit einem Kunden. Waren Sie schon mal in seinem Hamburger Zimmer? Ja. Wieso? Wieso? Alles klar? Ja, ja. Wieso fragen Sie nach seinem Zimmer? Stimmt was nicht? Er wohnt da gar nicht. Habe ich recht? Wo dann? Bei einer Frau. Wie kommen Sie darauf? Wie heißt sie? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wieso nicht?
Erst machen Sie Andeutungen und dann mauern Sie. Hatten Sie nie das Gefühl, es könnte noch jemand anderen geben? Nein. Sie sind nicht verheiratet. Ja, weil es unwichtig ist. Wenn man ein Baby hat, dann hat man erstmal andere Sorgen. Andreas Schneider ist bereits verheiratet. Ja, aber er lässt sich scheiden. Er hat sich getrennt. Er lebt in Lübeck mit einer Frau zusammen. Er lebt hier. Wenn er da ist. Oh, was soll denn das heißen? Mit was für einer Frau denn? Mit seiner. Das stimmt nicht. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass er noch eine Beziehung hatte. Mit Susanne Brückner. Aber das ist doch alles nicht wahr. Warum sagen Sie denn sowas? Sie meinen, er will sich gar nicht scheiden lassen? Aber ich kenne doch Andreas. Lassen Sie mich! Verschwinden Sie! Sie sind erst kurz nach 3:30 im Schuhhaus Meier gewesen. Na und? Ich habe nie auf die Uhr geschaut. Susanne Brückner wurde gegen 15 Uhr ermordet. Wo waren Sie vorher? Wie vorher? Vor dem Mord oder vor dem Schuhhaus Meier? Vor 15 Uhr. Ich bin aus Hamburg gekommen. Ihre Frau Linda Seewing sagt, dass Sie dort schon um 9 Uhr in der Früh losgefahren sind. 6 Stunden für eine Strecke, die man in knapp einer schafft? Falls kein Stau ist. Selbst mit Stau braucht man keine 6 Stunden. Ich habe mir Zeit gelassen. Ich habe noch ein paar Sachen aus dem Lager geholt, unterwegs einen Kaffee getrunken, ja, Termin abgeklärt. Warum sind Sie einen Tag früher als normalerweise aus Hamburg zurückgekommen? Haben Sie es nicht ausgehalten ohne Ihre Geliebte? Ein Kunde hatte Probleme mit einer Lieferung. Name und Telefonnummer des Kunden? Sie glauben wirklich, dass ich die Frau umgebracht habe? Was wir glauben, tut nicht zur Sache. Wir wollen Susanne Brückners Tod aufklären. Also warum sagen Sie nicht einfach, dass Sie befreundet oder liiert oder was auch immer waren? Sie hat eine schöne Schuhsammlung. Sind das Geschenke von Ihnen? Ich bin Geschäftsmann. Ich verdiene mein Geld damit, dass ich Schuhe verkaufe, nicht verschenke. Und weil Sie Geschäftsmann sind, haben Sie Susanne Brückner gleich zweimal engagiert. Für Ihr Kundenfest und für die Geburtstagsparty ihrer Hamburger Frau. Die Party hat es doch keinen Timdorf organisiert. Das war ein Zufall. So ein Zufall wie Ihre Telefonate. Das habe ich Ihnen doch bereits erklärt. Das Kundenfest war ein wichtiger Termin. Geschäftlich nehme ich an. Und so wichtig, dass Sie sogar aus Hamburg mit Susanne Brückner telefonieren mussten. Ich habe nicht aus Hamburg. Entschuldigung, kommst du mal? Wir haben an seiner beschlagnahmten Kleidung und seinen Toilettenartikeln keine verdächtigen Spuren gefunden. So ein Mist. Dafür stammt das Haar, das der Doc an der Leiche entdeckt hat, definitiv von ihm. Doch kein Mist. Sagen Sie, ist das nicht wahnsinnig anstrengend, so zwei Leben parallel zu führen? Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber reden muss. Und? Kann ich jetzt gehen? Nein, das können Sie nicht. Wir haben an der Toten, genauer gesagt an den Schamhaaren der Toten, ein Haar von Ihnen gefunden. Ein Schwachsinn. Wie soll denn das da hingekommen sein? Ganz einfach. Sie waren bei ihr und haben mit ihr geschlafen? Verrückt. Sie konstruieren sich ja was zusammen. Ach, wirklich? Haben Sie dafür eine andere Erklärung? Würde das was helfen? Sie sind doch davon überzeugt, dass ich sie umgebracht habe. Vielleicht hilft Ihnen das weiter. Schauen Sie hin. Wo ist denn das? In Susanne Brückners Atelierwohnung. Ja, aber... Was haben Sie denn? Simuliert. Scheiße! Schnell Wasser! Ein Notarzt! Einfach gerade aus der Tür. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er statistisch gesehen doppelt so viel Sexualkontakte haben müsste wie ein normaler Mann. Eigentlich dreimal so viel, wenn man die Geliebte auch mitrechnet. Das kann ja nicht gesund sein. Klar, es geht einfach tierisch auf die Pumpe. Die Pumpe. Noch 5 Minuten und er hätte ausgepackt. Aber seine Tabletten sind echt. Genau,
Der Hauptwirkstoff ist Nitroglycerin. Hilft bei akuten Angina pectoris-Anfällen. Ich kann nichts dafür, das steht hier. Und wie sieht's aus? Sie können weitermachen, aber behutsam, falls möglich. Besser? Ich habe Ihnen nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ich habe Sie gekannt, Susanne. Ich meine richtig gekannt. Und ich war bei ihr. Gestern? Ja, aber ich habe sie nicht umgebracht. Nein? Nein. Ich habe sie geliebt. Ja, und wir hatten nicht viel Zeit, da sind wir gleich ins Bett gegangen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es ging ein bisschen wild zu und dann ist sie vom Bett abgerutscht und gegen den Heizkörper geknallt. Das heißt, ein bisschen wild? Naja, wild eben. Wie es manchmal ist beim Sex. So wild, dass du seine Naja, er war unten, sie war oben und peng. Ja, man lernt nie aus. Ein Unfall beim Sex. Kann mir nicht passieren. Wieso? Ich bin verheiratet. Aber dann hat sie sich nicht mehr gerührt. Ich habe sie geschüttelt, angeschrien, aber nichts, keine Reaktion. Ich hätte einen Arzt rufen müssen. Aber ich konnte nicht mehr klar denken. Ich bin in Panik geraten. Was hätte ich auch der Polizei sagen sollen? Die Wahrheit? Welche Wahrheit? Wäre alles rausgekommen. Und diese Geschichte sollen wir ihn abkaufen? Ja. Ich war felsenfest davon überzeugt, dass Susanne tot ist. Das meinen Sie nicht ernst? Doch, sie lag im Schlafraum, als ich abgehauen bin. Das ist doch scheiße. Sie lag im vorderen Raum hier. Nein, eben nicht. Sie lag im Schlafraum. Und sie hatte nur ein Negligé-Teil an. Mein Gott, sie hat noch gelebt. Ich bin gar nicht schuld. Jetzt kommen Sie aber nicht mit dem großen Unbekannten, ja? Ja, aber wie ist sie denn dann von da nach da gekommen? Und woher stammen die Verletzungen? Das kann ich Ihnen genau sagen. Von einem scharfkantigen Gegenstand, mit dem Sie Susanne Brückner erschlagen haben. Aus Wut, weil sie mit Ihnen Schluss gemacht hat. Nein. Was ist an dem Geburtstagsfest von Linda Seving passiert? Ach, nichts. Nicht wirklich. Susanne hat gewusst, dass ich mit Traudl verheiratet bin. Es hat ihr nichts ausgemacht. Nur als sie mich und Linda gesehen hat, da... Eine zweite Frau, noch dazu mit Kind, das war ihr zu viel. Sie wollte nicht die dritte Frau in ihrem Harem werden. Das haben Sie bezaubernd gesagt. Susanne und ich hatten geplant, für ein paar Tage nach Sylt zu fahren. Damit war natürlich Essig. Und als der Urlaub geplatzt ist, wollten Sie sich mit ihr versöhnen. Aber Frau Brückner hat Sie abblitzen lassen. Nein. Wir haben uns schon nach einer Woche wieder getroffen. Zufällig beim Einkaufen. Wir sind in ein Café gegangen. Zuerst haben wir kaum miteinander geredet. Aber irgendwann da... war einfach alles egal. Ja, seitdem haben wir uns so oft wie möglich getroffen. Das kann er seinem Friseur erzählen. Die meisten Unfälle passieren eben im Haushalt, nicht beim Verkehr. Im Verkehr, Uschi, im. Vielleicht sollten wir ihn den Unfall einfach nachstellen lassen. Am besten mit dir. Wie, als Frau oder was? Ich versaue euch nur ungern die gute Laune. Aber die Wunde am Hinterkopf der Toten stammt eindeutig von der Heizung im Schlafraum. Ja? Ja. Ja, das ist doch die blödeste Geschichte, die ich je gehört habe. So blöd, dass sie schon wieder wahr sein könnte. Es gibt noch ein Problem. Die Strecke, der von der Toten zum Schuhhaus Meier gefahren ist. Was ist mit der Strecke? Die Herrenbrücke war gestern gesperrt. Das heißt, er muss die Umleitung durch die Innenstadt gefahren sein. Das dauert um die Uhrzeit. Also hatte er gar keine Zeit, die Wohnung aufzuräumen, das Bett frisch zu beziehen... und rechtzeitig beim Schuhhausmeier anzukommen. So ist das. Damit brauchen wir dem Staatsanwalt gar nicht zu kommen. Heißt das, dass wir ihn jetzt wieder freilassen müssen? Bisschen. Observierungen Andreas Schneider, Ankunft zu Hause, Ankunft in Lübeck zu Hause um...
Hallo. Oh, hallo. Ist das alles, was du zu sagen hast? Ich dachte, du schläfst schon. Da wollte ich dich nicht weiter stören. Guten Abend, Andreas. Hey, Lacey, habt ihr beide euch schon... Oh Gott, scheiße. Ja, was soll ich denn jetzt bloß sagen? Tja, ist eine gute Frage. Linda und ich haben uns sehr lange unterhalten. Und wir sind zu einem Entschluss gekommen. Ich soll mich entscheiden. Zwischen euch beiden. Ja, aber das ist nicht alles so einfach. Ich kann das nicht. Hau ab! Hau ab, verdammt nochmal! Lass uns doch wie Erwachsene darüber reden, bitte. Das hättest du dir vorüberlegen können. Was bist du bloß für ein Mensch? Jetzt dreh doch nicht gleich durch, lass mich doch erklären. Erklären? Was willst du mir erklären? Warum du mit ihr und dieser Schlampe im Bett warst? Jetzt mach mal einen Punkt. Linda. Ich will dich nicht mehr sehen. Verschwinde! Verdammt nochmal, hau ab! Raus! Traurig. Der Staatsanwalt lässt ihn laufen, als dass wir uns vor dem Untersuchungsrichter blamieren. Trotzdem. Es gibt Spuren, die für seine Geschichte sprechen. Ohne deine Spuren dahinter. Was da? Was soll das heißen? Dass sie in Zukunft irgendwelche Spuren verschweigen, abwischen oder in Akten versenken sollen, nur damit du recht behältst? So ein Quatsch. Klar, das ist Quatsch. So, schön. Einmal das Aluskufe, zwei. Also einen Topf. Guten Appetit. Danke. Das bringt uns auch andere Gedanken. Und wenn das doch war? Krüger? Ich habe keine Pizza bestellt. Wer? Findest du das nicht ein bisschen krank? Mit zwei Frauen? Ist doch Bigamie. Moment mal, wir haben nicht geheiratet. Ich dachte immer, du und Traude, ihr seid ein ideales Paar. Wenn man von deinen kleinen Flirts mal absieht. Linda war am Anfang auch nur ein Flirt. Sie ist ganz anders als Traudel. Man muss sie mal kennenlernen. Und Susanne? Die war super. Einfach was ganz Besonderes. Super? Naja, gescheit, witzig. Du hast sie ja gekannt. Wahnsinnig erotisch. Ich habe sie nicht umgebracht. Natürlich nicht. Für sie hätte ich Linda und Traudel verlassen können. Komm, hör auf. Doch. Warum hast du nie was mit ihr angefangen? Sie war doch genau dein Typ. Siehst du da hinten den mit den Koteletten? Ja, das könnte er sein. Das ist er.
Tag. Abend. Kapitri? Wieso haut er denn ab? Stehen bleiben, Polizei! Überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Wir wollen von Ihnen wissen, warum Sie Streit mit ihr hatten. Ging es um Drogen? Wie kommen Sie denn darauf? Hat Susanne Brückner für Sie gedealt? Solche Sachen mache ich nicht mehr. Was für Sachen? Herr Petrius, reden wir mal Tacheles. Es geht hier nicht um irgendeine Drogengeschichte, sondern um Mord. Also, worüber haben Sie gestritten? Ich glaube, du machst ihm Angst. Naja, sieht ja auch nicht besonders gut aus für ihn. Diverse Vorstrafen, Fluchtversuch und kein Alibi. Ich bin raus aus dem Geschäft, aber ich habe ein gutes Herz. Ich kenne Susanne schon lange. Sie war einmal pleite, da habe ich ihr was vermittelt. Was? Naja, sie hat ein bisschen Hasch verkauft. Nichts Besonderes. Nur im Bekanntenkreis und natürlich nicht von mir. Sondern? Was spielt denn das für eine Rolle? Sie hat in letzter Zeit nicht bezahlt. Da habe ich mit ihr geredet. Nur geredet? Genau. Und als sie gestern immer noch nicht bezahlen wollte, da sind sie durchgedreht. Und das ist doch ein Topf voll Scheiße! Ich habe eine Engelsgeduld. Und Susanne ist ein nettes Mädchen. Hat mir gesagt, red noch mal mit ihr. Vielleicht hat sie Probleme mit dem Beschützer oder was weiß ich. Mit welchem Beschützer? Ach, einmal hat sie so einen dämlichen Schnösel dabei gehabt, der mir eine Beule ins Auto getreten hat. Ein Schnösel? Ja, irgend so ein Langweiler. Meine Größe, dunkelblonde Haare, 4-Tage-Bart, fetten Geländewagen, violett metallic. Und wann war das? Das ist schon 3 Wochen her. Vor der Kneipe, wo sie mal gekellnert hat. Das Ausbeulen hat mich ein Vermögen gekostet. Da kann man schon mal sauer werden, klar. Ich habe sie nicht umgebracht. Okay, wir hatten ein bisschen Zoff. Aber sie hat mich noch nicht mal reingelassen. Findest du das überzeugend, was er sagt? Eher dürftig. Ein Riesentopf voll Scheiße. Mhm. Er hat ein Motiv, Zeit und Gelegenheit und kein Alibi. Doch. Was doch? Ich habe gestern ein Arbeitsgespräch gehabt. Von mittags bis abends um 6. Arbeitsgespräch. Mit wem? Peter Hartmann. Vom LKA. Drogen Hartmann? Genau. Falls das stimmt, warum sagen Sie uns das erst jetzt? Weil wir unseren V-Leuten und Spitzeln beibringen, so lange wie möglich den Mund zu halten, Kollegin Ahrens. Das gehört zu den Richtlinien meiner Abteilung. Verstehe. Und darf man fragen, Kollege Hartmann, worum es in diesem ominösen Arbeitsgespräch mit dem Spitzel ging? Tja, fragen dürfen Sie, aber eine Antwort darauf... Gehört nicht zu den Richtlinien Ihrer Abteilung. Sie sagen es, Kollegin Krüger. Jedenfalls hat Mario Petri, was Ihren Mordfall betrifft, ein hieb- und stichfestes Alibi, was ich Ihnen hiermit persönlich bestätige. Oder brauchen Sie das schriftlich? Nein, danke, Kollege Hartmann. Keine Ursache. Ihr Kaffee war übrigens schon mal viel besser. Guten Nacht, die Damen. Arschloch. Arschloch. Krüger? Oh, hallo Lars. Erst ist unser Bigamist zu Hause rausgeflogen und dann hat er im Parkhaus Nord eine Reisetasche geholt, aus seinem Zweitauto. Und jetzt ist er im Kanalweg 38. Was mache ich jetzt? Dranbleiben, Lars. Das habe ich mir gedacht. Nachtschicht. Kanalweg 38 und Bernd Stöver. Stöver? Stöver, das ist doch der platonische Freund von Susanne Brückner. Und laut Beschreibung könnte er derjenige gewesen sein, der die Beule in das Auto getreten hat. Dann müssten wir diesem Stöver nochmals auf den Zahn fühlen. Oho. Aber nicht mehr heute. Wo er recht hat. Soll ich dich nach Hause bringen? Nee, ich lauf lieber. Du weißt schon. Hast du dich entschieden, Andreas? Ich liebe dich.
Ich habe mich nicht entschieden, Linda. Was willst du denn hier? Warum hast du bei Susanne angerufen? Ich habe nicht bei ihr angerufen. Jemand muss von hier aus bei ihr angerufen haben und ich war es nicht. Ach so, weißt du das noch so genau, ja? Ich weiß ganz genau, dass ihr was miteinander hattet. Ich hab's gemerkt an meinem Geburtstag. Warum hast du sie umgebracht? Ich hab sie nicht umgebracht, das warst du! Moin. Moin. Das Teil liegt da hinten. Die Dame hat's beim Gassigehen entdeckt. Danke. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie es angefasst? Natürlich nicht. Cäsar hat daran geschnüffelt. Vielleicht auch das Bein gehoben. Gestern Abend lag das noch nicht da. Wie lange haben Sie eigentlich Susanne Brückner schon gekannt? 4, 5 Jahre. Wieso? Ach, und da gab es nie ein Techtelmechtel? Sie stellen vielleicht Fragen. Nein, das habe ich Ihrer Kollegin schon gesagt. Frau Brückner sah gut aus. Andere Mütter haben auch hübsche Töchter. Seit wann wussten Sie von Ihrer Affäre mit Andrea Schneider? Gar nicht. Entschuldigen Sie, das glaube ich Ihnen nicht. Sie kannten sie seit 5 Jahren. Und mit Herrn Schneider sind Sie so gut befreundet, dass er hier einzieht. Ich wollte ihn nicht in Schwierigkeiten bringen. Ich habe es ziemlich schnell gemerkt. Ich habe ein Häuschen oben am Kempser See. Da haben Susanne und Andreas sich kennengelernt. Wusste seine Frau davon? Glaube ich nicht. Es klingt vielleicht komisch, aber ich denke, die beiden haben eine gute Ehe geführt. Wussten Sie, dass er in Hamburg noch eine Frau hat? Bis gestern nicht. Ist doch irre, oder? Susanne Brückner wusste es. Und sie hat Ihnen nichts davon erzählt. Nein, wieso sollte sie? Sie haben Susanne vor ihrem Dealer beschützt, vor 3 Wochen. Sie meinen den seltsamen Typ vor der Kneipe. Warum haben Sie uns nichts davon gesagt? Sie haben mich nicht danach gefragt. Ich habe ins Lübecker Telefonbuch geschaut. Da habe ich die Adresse gefunden. Andreas und Waltraud Schneider. Wir haben uns geliebt. Wir waren eine Familie. Ich hatte mal das Gefühl, ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen. Das ist alles so lächerlich. Es tut mir leid, dass ich Sie das fragen muss, aber wo waren Sie vorgestern Nachmittag? Ich war beim Babyschwimmen im Bildstädter Bad. Hat er Sie geschlagen? Nee, ich bin hingefallen. Aufs Gesicht. Wir lassen Herrn Schneider beschatten. Ich weiß, dass er heute früh hier war. Wir haben uns gestritten. Ist vorbei. Vorbei. Hallo, Uschi. Ah, hi. Lars schon weg? Vor einer halben Stunde. Dankeschön. Irgendwas Auffälliges? Er war heute Morgen in Hamburg und dann eben jetzt bei seiner anderen Frau. Also der lehrenden Frau. Ja, der hatte ja auch was zu beichten. Was macht er denn da? Fragt er Kinder? Scheint so. Vielleicht sollte mir auch einen zweiten Mann zulegen. Was ist denn mit ihrem Mann, Uschi? Na, wenn er was an die Pumpe kriegt. Aber der ist doch noch so jung. Oh, Pumpe ist Herz. Normalerweise gebe ich jeden Mittwoch Nachhilfeunterricht. Aber vorgestern nicht. Ich musste eine Klassenarbeit korrigieren. Und danach hat Ihr Mann Sie vorhin gefragt? Ja. Scheint, als hätte ich kein Alibi. Tja, wenn Sie niemand gesehen hat. Klar. Ich habe sie erschlagen. Aber vorher bin ich noch bei ihr vorbei und habe ihr Geld und Blumen gebracht und ein Dankeschön auf einen Zettel aus meinem Kalender geschrieben. Denken Sie, ich bin blöd? Haben Sie von der Beziehung Ihres Mannes zu Susanne Brückner gewusst? Was soll ich darauf antworten?
Hat man nichts gewusst, ist man eine dumme Kuh. Und wusste man was dann? Warum macht ein Mann sowas? Warum? Angst vielleicht? Vor dem Tod, vor dem Älterwerden? Ich weiß es nicht. Vielleicht Angst, selbst verlassen zu werden, vor dem Alleinesein. Er wollte immer Kinder. Wir können keine bekommen, das liegt an mir. Wissen Sie, was er vorhin zu mir gesagt hat? Er verlässt mich. Mich, wo ich ihn verlassen sollte. Uwe 1802 von der 14. Du glaubst gar nicht, was da für ein Geschrei ist. Ist zwar schon eine Weile her, aber ich erinnere mich sehr gut an unser Babyschwimmen. Na, jedenfalls weiß da keiner, ob sie vorgestern da war oder nicht. Ja, immerhin. Besser als gar kein Alibi wie seine Lübecker Frau. Warum hat er Linda Seeling verprügelt? Vielleicht war es gar nicht er, sondern sie, die von Hamburg aus bei der Geliebten angerufen hat. Tja, aber dann wüsste er das und dann wäre sie für ihn die Hauptverdächtige. Oder er spielt uns was vor und will, dass wir das denken. Marion? Lissi, ich freust du dich so, uns zu sehen? Wir haben ihn. Wen? Na, wen wohl? Wir haben Textilfaser an der Tatwaffe gefunden. Herr Schneider, wann und warum haben Sie die Skulptur dort abgelegt? Überhaupt nicht. Keine 30 Meter von Frau Brückners Atelierwohnung entfernt. Ich habe das Ding nicht abgelegt und ich habe Susanne nicht umgebracht. Das Ding ist die Tatwaffe und mit Fasern einer ihrer Pullover behaftet. Wie kommen die denn daran? Das weiß ich nicht. Ich habe Susanne geliebt und sie mich auch. Trotz ihrer beiden anderen Frauen? Ich habe zigmal versucht, Ordnung in mein Leben zu bringen. Immer wieder Ausreden erfunden. Ich habe es einfach nicht geschafft, Traudl oder Linda weh zu tun. Ich kann das nicht. Doch, das können Sie. Sie haben Linda Seeling geschlagen. Mir ist die Hand ausgerutscht. Sie wollten wissen, ob sie mit Susanne Brückner telefoniert hat. Warum? Und Ihre andere Frau, Waltraud, haben Sie gefragt, wo sie zur Tatzeit war. Wieso? Warum machen Sie unsere Arbeit? Oder versuchen Sie, falsche Fährten zu legen? Das verstehen Sie nicht. Dann erklären Sie es uns. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als sie da lag. Ich wollte ihr helfen, aber gleichzeitig diese Angst, dass dann alles aufliegt. Dass Traudl von Linda erfährt und ich habe mich nachher wie ein Stück Dreck gefühlt. Das tue ich immer noch. Sie könnte noch leben, wenn ich nicht so... Macht ganz den Anschein, als wenn wir heute früher nach Hause kommen. Hey, ein Pilz. Und ein alkoholfreies. Warum denn das? Weniger Kalorien. Seit ich nicht mehr rauche. Wie eine erfolgreiche Kommissarin siehst du aber nicht gerade aus. Was ist, wenn er die Wahrheit sagt? Glaubst du ihm? Könnte doch sein. Könnte sein oder ist es nur so ein Gefühl? Nur so ein Gefühl. Wenn du jemanden umbringst, entsorgst du dann die Tatwaffe gegenüber der Wohnung des Opfers? Ich natürlich nicht, aber hat es alles schon gegeben. Ja, und Faserspuren auf Tatwaffen auch. Nur, was sagt uns das wirklich? Ja, wirklich sagt es uns nichts. Genau genommen. Und die soll ich jetzt selber trinken, oder was? Er hat sie betrogen, hintergangen und tief verletzt. Das wäre doch Grund genug, ihm die Tatwaffe unterzuschieben. Sicher. Aber woher hätte ich die nehmen sollen? Wäre das nicht eine absolut miese Tragik? Frau bringt die Geliebte ihres Mannes um, aber es nützt gar nichts, da ist noch eine Frau. Da waren die Zeiten noch gut. Das war auf dem Schulfest. Er war in der 13. und ich in der 12. Kurz davor haben wir uns kennengelernt. Glauben Sie, dass er sie wirklich verlässt? Die beiden haben ein Kind. Ich weiß nicht, ob es sie beruhigt, aber es sieht ganz so aus, als ob er Frau Seeling auch verlassen würde. Nein, das beruhigt mich gar nicht. Zu Ihnen wollte ich gerade, das heißt zu Andreas, seine Tasche bringen. Glauben Sie denn, dass er die braucht? Sie haben ihn verhaftet, bereits zum zweiten Mal. Festgenommen, vorläufig. Darf ich?
Die Art der Verletzung deutet auf eine emotionale Tat hin. Der Täter hat wie in Wut immer wieder auf sie eingeschlagen. Herr Schneider hat zugegeben, dass er bei ihr war. Aber so wie es aussieht, hat Susanne Bruckner noch gelebt, als er ging. Er ist unschuldig, das habe ich Ihnen doch gesagt. Aber wer war es dann? Ich habe mein Segelboot repariert, das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Ja, dabei hat man sie auch gesehen, aber nicht ununterbrochen. Kann es sein, dass Sie zwischendurch mal schnell in die Stadt gefahren sind? Das ist doch lächerlich, ich hatte überhaupt keinen Grund, Susanne zu töten. Vielleicht war sie Ihnen ja nicht so gleichgültig, wie Sie behaupten. Natürlich nicht, ich habe sie gern gehabt. Ich bin sicher, dass Bernd Stöber verknallt in sie war. Ich kenne auch keinen Mann, der so lange mit einer Frau befreundet ist, ohne was von ihr zu wollen. Wenigstens heimlich. Aber ist er fähig, Susanne Brückner zu töten? Wo ist das Motiv? Und wo ist das von Andreas Schneider? Er hat gewusst, dass sie von hier aus mit Susanne Brückner telefoniert haben. Und hat sie verdächtigt. Aber ich habe sie nicht angerufen. Ja, aber wer sonst, wenn er es nicht war? Darf ich mal? Sie haben ein Baby. Sie sind seit 3 Jahren zusammen. Haben Sie sich nie gefragt, warum er Sie nicht heiraten will? Weil Andreas noch nicht geschieden ist. Ich kann mir vorstellen, dass das einen belastet. Nachts allein im Bett. Mit einem Kind. Und wenn es schief geht, steht man da. Ohne Absicherung. Aber es ist doch heute fast normal, wenn man nicht verheiratet ist. Das schon, aber er ist ja verheiratet. Nur nicht mit Ihnen. Also mich hätte das ziemlich sauer gemacht. Oh Mensch, das geht ganz schön in die Beine. Hier ist noch einer. Schauen Sie. Schön ordentlich. Ach, noch was. Keiner kann sich beim Babyschwimmen wirklich an Sie erinnern. Soll ich Ihnen sagen, was passiert ist? Sie hatten schon länger den Verdacht, dass Herr Schneider Ihnen nicht die Wahrheit sagt. Sie sind ihm gefolgt. Sie stellen Susanne Brückner zur Rede, es gibt Streit, Sie rasten aus und schlagen zu. Das stimmt nicht. Erinnern Sie sich an das Lied, das in der Atelierwohnung lief? I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much love running through my veins. Go to waste. There's a hole in my soul. You can see it in my face. It's a real big place. Sie sollen aufhören! Frau Sebing! Was soll das? Warum? Wir haben uns gestritten. Wegen der Scheidung, weil er nicht zum Anwalt wollte. Ich habe ihm vorgeworfen, dass er mich nicht mehr liebt und ihm gedroht, ihn mit Benny zu verlassen. Und deshalb ist er früher gefahren und Sie sind ihm gefolgt. Ich habe gewartet, bis er wieder aus Ihrem Atelier gekommen ist. Sie können sich gar nicht vorstellen, was da alles in einem vorgeht. Und dann haben Sie, Frau Brückner, einen Besuch abgestattet? Ja, ich wollte, aber ich konnte nicht. Ich bin erst mal einmal um den Block gefahren und habe mir in der Kneipe Mut angetrunken. Danach bin ich zu ihr. Und da lag sie auf dem Boden. Und alles war voll Blut. Wie, sie lag auf dem Boden? Sie war tot. Ich habe sie nicht umgebracht. Wer dann? Er. Das trauen Sie Herrn Schneider zu? Ich hätte sie umbringen können. Ich lasse mir nicht mal einen Mann wegnehmen, aber er... Ich habe gedacht, vielleicht haben sie sich gestritten, weil er sich von ihr trennen wollte. Und dann hat er... Und dann haben sie aufgeräumt. Ja, und das Bett frisch bezogen und gestaubsaugt. Ich liebe Andreas doch. Wir hätten unser Bier trinken und nach Hause gehen sollen. Glaubst du ihr? Könnte doch sein. Könnte sein oder ist es nur so ein Gefühl?
Ist nur so ein Gefühl. Ich weiß gar nicht mehr, welche Geschichte ich glauben soll. Ich bin froh, dass wir das auch nicht entscheiden müssen. Staatsanwalt Weber, bitte. Wo ist das Baby? Alles okay. Der Kleine darf bei Frau Seving bleiben. Auf Wiedersehen. Du bist ein Glückskind. Wieso hat sie das bloß gemacht? Man bringt doch nicht einfach jemanden um. Warum hat sie nicht mit mir geredet? Hätte das was geändert? Man trifft und trennt sich wieder, das kommt doch 100.000 Mal vor. Warum kannst du nicht einfach die Finger von den Frauen lassen? Wie soll ich das denn alles wieder zusammenkriegen? Wenn du willst, kannst du die Hütte am See haben, da kannst du dich erstmal ausruhen. Sind Sie gestern Abend auf dem Balkon ausgerutscht? Haben Sie das etwa mitbekommen? Ja, sah wahnsinnig komisch aus. Also Entschuldigung, ich hoffe, Sie haben sich nicht wehgetan oder so. Nein, überhaupt nicht. Ich wollte bloß ein bisschen aufräumen und... War das Ihre Freundin? Wer? Oh, nee. Eine Arbeitskollegin. Du schaust doch genau hin. Also ich meine Sie schauen. Reiner Zufall. Aha. Ja, also ich muss da lang. Haben Sie Lust auf ein Glas Wein? Oh, ich habe nur Wasser. Und stilles Wasser. Ja, dann nehme ich Wasser. Wow. Respekt. Ja, Prost. Auf Ihr Wohl. Lissi. Roman. Ich habe meinen Boiler abgedichtet und das scheiß Zeug geht nicht mehr ab. Epoxidharz. Nie wieder. Kann man damit auch Boote abdichten? Ja, ich glaube schon. Ist wasserdicht. Was denn jetzt? Ich muss weg. Oh, ich glaube, das war sowieso keine so gute Idee. Ich bin Polizistin. Vielleicht ein andermal. Oh, könnte ich mich dran gewöhnen. Hey, könnt ihr eure Handys nicht anstellen? Ich habe euch überall gesucht. Ja, wie? Ist der Feierabend? Ein Polizist ist doch immer im Dienst. Hm? Erinnert ihr euch an das Epoxidharz, das wir auf Susanne Brückners Fußmatte gefunden haben? Ja. Ich habe so eine Ahnung, woher das Zeug stammt. Wow, danke. Was ist das denn? Irish Stew. Wir sind irische Wochen. Verstehe. Fettes Essen, fettes Bier. Also, woher stammt das Epoxidharz? Von unserem platonischen Freund, Bernd Stöber. Man benutzt es im Bootsbau. Und? Ja, er hat das Zeug noch unter den Fingernägeln. Also sollten wir mal einen Besuch abstatten, was? Fragt sich wo? Ja, zu Hause ist er nicht. Ist das nicht wunderbar hier? Als wenn es keine Probleme auf der Welt gibt. Wir haben uns kennengelernt. Letzte Ostern. War ein super Ausflug. Ihr war total besoffen. Habt nicht mehr gemerkt, dass wir... Wir wollten ja auch nur angeln. Was ist? Nichts. Ich suche meine Tabletten. Hast du die irgendwo gesehen? Ich hab mich sofort in sie verliebt. Mensch, wo sind die denn? Wir haben uns dreimal in die Büsche geschlagen. Du hast mich noch gefragt, ob ich Dünnpfiff habe.
Sie fehlt mir. Was wollen Sie? Bernd Stöver hat ihren Mann vom Präsidium abgeholt. Und? Wo könnten die beiden sein? Es ist wichtig. Bis gestern habe ich ganz genau gewusst, was wichtig ist, aber Sie haben ja dafür gesorgt, dass das jetzt anders ist. Vielleicht ist Bernd Stöver der Mörder von Susanne Brückner. Herr Stöver hat was von einer Hütte am See erzählt. Könnte es sein, dass die beiden dorthin gefahren sind? Warum sollte ich Ihnen helfen? Ich bin froh, dass die Schlampe tot ist. Frau Schneider! Würden Sie das auch vor Ihren Schülern sagen? Weniger fressen und saufen sollen. Was finden die Frauen bloß an dir? Das musst du mich nicht fragen. Ich bin, wie ich bin. Ich glaube, sie haben das Gefühl, dich beschützen zu müssen. Ich mag sie halt so, wie sie sind. Bei mir muss sich keiner verstellen. Letzte Woche hat Susanne mich gefragt, ob ich sie heirate. Aber sie hat doch gewusst, dass du verheiratet bist. Hätte ja sagen sollen. Mit ihr hätte ich ganz von vorne anfangen können. Ja, das ist mein Ernst. Sie hat so viel Kraft gehabt. Scheiße. Ich brauche meine Tabletten. Wir müssen Apotheke finden. Was ist? Ich komme nicht mit. Was für ein Verhältnis hat der Stöber eigentlich zu Frauen? Er ist nett, sehr lieb. Man kann ihn immer anrufen, wenn man Sorgen hat. Hört sich nicht gerade nach einem spannenden Liebhaber an. Es gibt noch anderes, was zählt. Wo sind die Autoschlüssel? Wo? Hol sie dir. Bist du bescheuert? Es hat dich schon immer an Scheiß interessiert, was ich mache. Du hast nie Rücksicht genommen. Du laberst die Frauen noch platt, bis sie mit dir ins Bett gehen. Aber ich mach das nicht. Ich kann das nicht. Du hast mir doch überhaupt keine Chance bei Susanne gelassen. Was soll denn der Quatsch? Wie lange habt ihr euch gekannt? Hä? Zu lange. Wir haben irgendwie den richtigen Zeitpunkt verpasst, wo aus uns noch was geworden wäre. Wieso hast du nie was gesagt? Ich hab doch gar nichts gemerkt! Du hast doch gerade noch damit angegeben, dass du dreimal mit ihr in den Büschen warst. Du Idiot. Du blöder Idiot. Und ich hab mir doch Sorgen um dich gemacht. Aber als sie dich mit Linda gesehen hat, da war ich gut genug zum Ausheulen. Sie ist sogar mit mir ins Bett gegangen. Ja, hat er dann seinen Preis. Wahrscheinlich wollte sie mir nicht schuldig bleiben. Und ich habe gedacht, dass sie mich wirklich lieben. Du hast sie umgebracht. Kaum ist sie wieder da, war sie wieder weg. Und dann ruft sie an und sagt, dass sie sich wehgetan hat. Ich bin zu ihr hin. Ich wollte ihr helfen. Und sie erzählt, wie es passiert ist, von eurem Scheißsex. Habe ich zugeschlagen. Andreas, ich habe die Tabletten. Warum machst du das? Susanne, die Frau deines Lebens. Lass dich nicht lachen. Du hättest sie betrogen wie all die anderen auch. Du weißt doch gar nicht, was Treue ist. Ob ich das weiß? Ich liebe sie alle. Hilf mir. Keine Angst. Ich kümmere mich um Trottel. Und wie heißt sie? Linda? Du Sau, du. Nicht aufregen. Ist nicht gut für dich. Wir kommen sicher prima aus. Ich mag Traudel. Und Traudel mag mich.
Erinnerst du dich an Silvester vor 2 Jahren? Ihr habt euch gestritten. Und als du weg warst, hat sie mich geküsst. Und sie hätte noch mehr gemacht. Aber ich bin vernünftig geblieben. Weil du mein Freund warst. Andreas. Ernst, was ist? Gut, dass du da bist, Claudia. Er ist plötzlich umgekippt. Wo sind seine Tabletten? Keine Ahnung. Ja, dann such sie! Natürlich. Ich bin's. Mein Akku ist leer. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du schaffst es. Wir brauchen Rettungswagen. Ich bin bei dir. Was ist hier eigentlich passiert? Ich weiß nicht. Wir haben uns unterhalten und er ist einfach umgefallen. Einfach. Ja. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber wann kann ich endlich gehen? Das kommt drauf an, was die Analyse des Drecks unter Ihren Fingernägeln ergibt. Der stammt von der Arbeit am Boot. Und Ihr Verdacht, ich hätte Susanne umgebracht, ist völlig abwegig. Warum sind Sie dann so nervös? Bin ich nicht. Worüber haben Sie eigentlich mit Herrn Schneider gestritten? Wie kommen Sie da raus? Wir haben nicht gestritten. Der Arzt meint, dass er sich ziemlich aufgeregt hat. Ach, schade, dass immer die netten Typen die Mörder sind. Kein Wunder. Nicht immer. Die Analyse ist fertig. Jetzt gehen? Ich glaube nicht. Das Epoxidharz unter Ihren Fingernägeln ist dasselbe wie das in Susanne Brückners Wohnung. Das kann gar nicht sein, ich war nicht bei ihr. Und wie kommt das Zeug dann an Frau Brückners Fußmatte? Woher soll ich das wissen? Vielleicht von einem anderen Besuch? Außerdem gibt es Epoxidharz in jedem Baumarkt. Aber Sie haben Ihrem Epoxidharz Farbe beigemischt. Ja. Und? Ach, damit lässt es sich eindeutig zuordnen. Was heißt das? Das heißt, dass Sie bei Susanne Brückner waren und sie umgebracht haben. Das stimmt nicht. Warum sollte ich das tun? Eifersucht, Liebeskummer. Verletzte Eitelkeit, sowas. Und Herr Schneider hat es gewusst, nicht? Und darüber haben Sie gestritten. Und deshalb hat er einen Herzinfarkt bekommen. Das ist alles nicht wahr. Herr Stöber, wir sind müde. Frau Ahrens hat Hunger. Ich würde wahnsinnig gerne duschen. Aber wir können auch weitermachen. Und heute und morgen und übermorgen. Also gut, wie Sie meinen. Als ich eben draußen war, hat das Krankenhaus angerufen. Und? Geht's Andreas gut? Ja. Er hat einen Bypass und er ist aus der Narkose aufgewacht. Ich konnte sogar kurz mit ihm reden. Stöber, ob Sie nun gestehen oder nicht, es ist aus. Herr Schneider hat uns genug erzählt. Ich habe Susanne geliebt. Ich wollte sie nicht umbringen. Aber dann hat sie von diesem bescheuerten Unfall beim Sex erzählt und... Sie haben zugeschlagen. Ja. Alles ausgesetzt bei mir. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich zum Boot zurückgekommen bin. Ich wollte mich umbringen, aber ich war zu feige. Aber Sie waren immerhin kaltblütig genug, die Tatwaffe mitzunehmen. Und als Sie gemerkt haben, dass niemand Sie verdächtigt, haben Sie versucht, den Verdacht gegen Andreas Schneider zu verstärken. Sie haben einen Pullover Ihres Freundes mal kurz über die Tatwaffe gerieben und die dann gegenüber von Susanne Brückners Wohnung deponiert. Unter Freunden spannt man sich nicht die Freundin aus. Das tut man nicht.
Das tut man einfach nicht. Also das mit dem Zettel, das war eine super Idee. Morgen. Ich wollte einfach, dass der endlich redet. Naja, hätte auch in die Hose gehen können. Lass das mal bloß den Staatsanwalt nicht wissen. Seit wann verraten wir dem unsere Verhörmethoden? Sag mal, magst du ein Bier? Ein Mordbier? Zum Frühstück? Frühstück? Nein, Feierabend. Und für dich gibt's ganz bestimmt auch noch ein alkoholfreies. Sag mal, übertreibst du nichts wissen mit deinem Schlankheitswahn? Also so ein paar Trainingseinheiten könnten dir auch nicht schaden. Oh, ich finde, ich sehe sehr gut aus. Krüger? Ja? Ja, vielen Dank. Diesmal war es wirklich das Krankenhaus. Und? Er ist über den Berg. Na dann. Prost. Prost. Alles wird gut. Nicht. Oh nee, alkoholfrei.